Servus zusammen, heute möchte ich euch bei einem Vespa V50 Motor zeigen, wie man den überprüfen kann, ob er Falschluft zieht. Und dazu braucht ihr nur einen Fahrradschlauch, den macht ihr an einer Seite zu, das Ventil nicht wegschneiden und auf der anderen Seite offen lassen. Dann wird der Fahrradschlauch hier über den Ansaugstutzen ohne Hülse, also die Hülse müsst ihr davor runter tun, drüber gesteckt. Dann habe ich jetzt noch eine Rohrschelle, könnt aber auch einen Kabelbinder nehmen. Wenn es da jetzt nicht so hundertprozentig dicht ist am Ansaugstutzen, ist das jetzt nicht tragisch. Für den Zweck geht es auf jeden Fall auch so. Jetzt geht's weiter. Der Fahrradschlauch ist montiert. Ich nehme für den weiteren Zweck immer Sidolin. Könnt aber auch irgendein Spüli hier nehmen. Hauptsache es schäumt. Dann habe ich das Glück, einen Kompressor zu haben. Ihr könnt aber auch jetzt eine Fahrradpumpe hernehmen, die hier anschließen. Ich nehme als einfaches den Kompressor. Kurz zur Erklärung, ich pumpe jetzt halt Luft in den Ansaugstutzen, dann geht es hier zur Kurbelwelle. Hier müsst ihr die Kurbelwelle auch mal bewegen, damit der Drehschieber auf und zu gemacht wird. Ich stelle den Drehschieber jetzt mal auf zu, also das heißt, die Kurbelwelle ist vor dem Drehschieberbereich und als erstes teste ich jetzt mal den Ansaugstutzen und die Ansaugstutzenfläche. Das heißt, ich sprühe hier ein bisschen ein, gebe Luft drauf. Also ich zeige es nochmal. So. Also wie man sehen kann, ist es hier auch ordentlich dicht. Jetzt schaue ich mir noch die andere Seite an. Also hier ist auch alles dicht. Hier blubbert nichts raus. Jetzt schaue ich mir noch die Zylinderfußdichtung an. Sprühe hier quasi hier oben ein. Drehe jetzt nochmal die Kurbelwelle, damit der Drehschieber aufgemacht wird und die Luft auch in das Kurbelwellengehäuse hier rein kann. Hier blubbert nichts und deswegen mache ich das jetzt auf allen Seiten. Genau. Zylinderfußdichtung ist auch super in Ordnung. Jetzt teste ich nämlich den lichtmaschinenseitigen Simmerring, der ja auch ab und zu mal Falschluft zieht. Er wird auch eingesprüht, aber ist auch dicht. Perfekt. So soll es natürlich sein nach einer Motorrevision, dass alles dicht ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der kleine Trick mit dem Fahrradschlauch hat mir schon oft geholfen. Ciao!